und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch diese Forsythie mal ganz kurz. Sie steht kurz vorm Aufblühen. Das wird eine richtige wahre Pracht wie jedes Jahr. Also diese Forsythien als Bonsai sind einfach nur bombastisch. Und wenn es richtig blüht, zeige ich es euch nochmal. Aber darum geht es heute nicht, denn sie blüht noch nicht. Wobei wir da jetzt auch nichts mehr dran machen. Die hatten wir letztes Jahr erst umgetopft. Sondern heute geht es hier drum und das ist eine Potentilla. Ein Fünffingerstrauch, den wir als Bonsai vorbereiten. Der steht jetzt etwa zwei oder drei Jahre hier im Topf und durfte bis jetzt wachsen, nachdem er das erste Mal damals zurückgeschnitten wurde, als wir ihn eingepflanzt haben, damit wir ihn zum Bonsai vorbereiten. Dieser lange Stab hier, das war eine Sonnenblume vom letzten Jahr und der stand jetzt den ganzen Winter so draußen. Und zunächst zeige ich euch ein paar Kleinigkeiten, Einzelheiten von diesem Baum und dann ja, werden wir ihn mal bearbeiten, zurechtschneiden und umtopfen. Schauen wir uns zunächst den unteren Bereich an. Was hier im Wege steht, schneide ich mal eben zwischendurch ab, damit wir besser sehen können. So wie es aussieht, ist das ein Zweifuß. Also der hat zwei Füße, so wie es aussieht, aber das sehen wir nachher noch einen genaueren. Warum ich euch den unteren Bereich zeige, ich drehe den mal gucken, ob der ins Bild kommt hier oder nicht. Also wie gesagt, was im Wege steht, muss ich just mal abschneiden. Sonst können wir hier nicht sehen. Und zwar haben wir hier... kann man das jetzt sehen? Ja, doch, das geht einigermaßen. Hier haben wir einen Ast und hier haben wir einen Ast. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schön. Doch, sieht man ja. Kann man erkennen. Und die beiden Äste, die werden wir gleich komplett abschneiden. Und den einen dickeren, den wir hier sehen, den hier, den lassen wir dran. Denn der hat einen fortlaufenden Stamm nach oben. Das zeige ich euch gleich noch genauer, da kann man das besser erkennen. Aber die beiden Äste, die schneiden wir jetzt mal just schon mal ab. Dann haben wir den schon mal weg hier. Muss ich allerdings nachher ein bisschen nachschneiden, weil das im Moment ein bisschen schwierig ist, so zu filmen. Aber egal, das schneide ich dann nachher passend nach, wenn es sein muss. Aber scheint auch gut so zu gehen. Naja, jetzt haben wir den unteren Bereich freigelegt. Wie gesagt, den einen Ast, den lassen wir dran, den kleinen hier. Den dünnen, den nehmen wir auch weg. Und dann machen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen weiter weg heran. Hier haben wir jetzt den einen Ast, den ich vorhin genannt hatte, den wir haben stehen lassen hier. Das wird dann der erste Hauptast sein, wobei die ganze Krone noch sehr reduziert wird. Also ich möchte den nicht groß haben, sondern klein. Schneiden wir eben die kleinen Sachen hier weg, damit sie noch im Wege stehen. Und auch die Potentilla kann aus allen möglichen Löchern wieder austreiben. Mal gucken. Hier haben wir jetzt 1, 2, 3. Den lassen wir. Ich würde sagen, ich kürze die erstmal nur ein. Dann gucken wir mal, wie er sich weiterentwickelt im Frühjahr, wo er dann austreibt. Da können wir dann immer noch ein paar Äste wegschneiden. Zunächst aber müssen wir das Ganze reduzieren, damit wir überhaupt eine kleine Krone aufbauen können. Mal gucken. Den nehmen wir erstmal weg hier. Von innen, der kann ganz weg, der braucht da gar nicht rüber zu wachsen, nach innen ist immer ein bisschen blöd, so, weg damit. So, dann, 1, 2, 3, 1, 2, 3, viel zu viel, den nehme ich ganz weg hier, der kann ganz weg und den kürzen wir noch ein, nach oben geht. Und den kürzen wir da ein und den kürzen wir hier ein. Dann können wir den Ast dann im Laufe des Frühjahres weiterentwickeln. Ich denke, man kann das ganz gut sehen. Der ist jetzt wesentlich kleiner als vorher. So, welchen Ast behalten wir jetzt noch und welchen nicht? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Jetzt haben wir hier zwei, ja, den hier und den hier. Eigentlich schon einer zu viel, ehrlich gesagt. Den können wir behalten. Eben gucken, wo ich den einkürze. Erstmal oberhalb. Kann sein, dass der hier nochmal ganz wegkommt, der hier oberhalb ist. Aber ich lasse erstmal noch zwei Knospen stehen. Wie gesagt, ganz abschneiden können wir das immer noch. Den kürzen wir erstmal ein. Dann hätten wir hier einen Ast, den wir entwickeln können. Und hier einen Ast, den wir entwickeln können. Und jetzt hier gegenüber liegt noch einer, das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Der ist mir irgendwie...
Also nicht so, wie ich das vielleicht gerne hätte. Vor allem darüber ist direkt noch einer wieder. Überlegen, welchen schneiden wir weg und welchen lassen wir. Ich würde sagen, wir schneiden den hier komplett weg, diesen. Ich weiß, das ist alles ein bisschen viel Schneiderei jetzt wieder, aber wir machen nichts Halbes und auch nichts Ganzes, denn ganz ist er ja noch nicht, also wird er erst noch. Ja, doch, so gefällt mir schon wesentlich besser. So, dann gucken wir den einen dann jetzt auch noch hier reduzieren. Wir werden auch erstmal gar nicht ganz so viel, nicht ganz so viel wegschneiden, nein, wir schneiden nicht ganz so viel weg, nein. So, der geht nach oben, der kann ganz weg. Dann kommt einer von links, einer von rechts, den lassen wir erst noch stehen hier. Der kann sich dann weiterentwickeln. Also der treibt auch hier schon wieder aus, aber das lasse ich erst noch. Wie gesagt, das Weiterentwicklung gucken wir uns dann im Laufe des Sommers an, wie das weitergeht. Jetzt machen wir einfach erstmal nur ein Grundgerüst, um das Ganze zu reduzieren. Damit man dort auch jetzt einen besseren Überblick bekommt. So, einer gefällt mir jetzt ganz nicht, überhaupt nicht, und zwar dieser gerade hier. Ich hatte vorhin schon überlegt, den hier ganz wegzunehmen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher, obwohl ich denke mal von der Erscheinung her, wir den hier ganz wegnehmen. Das mache ich weg hier. Wenn der hier ganz wegkommt, wird mir optisch gesehen besser gefallen. Aber ich bin mir nicht sicher. So, das ganz gerade Stück nehmen wir jetzt erstmal komplett weg. Das kann ganz weg hier so. Dann stört das schon mal nicht mehr so im Blickfeld. Dann sieht das Ganze auch schon wieder ganz anders aus. Ich denke mal, so können wir den jetzt auch eigentlich lassen. Ja, die Schnittstelle muss ich gleich nochmal nachschneiden hier. Das ist ein bisschen zu lang geworden. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Äste leider oben jetzt auch noch viel zu groß. So, den schneiden wir mal kurz hier ab. Den schneiden wir jetzt nicht hier ab, sondern hier. Und den lassen wir ein bisschen länger ruhig hier. Schneiden wir da ab. Jo, ready. Ich würde sagen, das Grundgerüst ist jetzt fertig. Und wie gesagt, das weitere andere entscheideten wir dann im Sommer, im Laufe des Sommers, sagen wir vom Frühjahr bis zum Sommer, was wir dort wachsen lassen und was wir schneiden, pizieren. Das schauen wir uns dann später nochmal an. Und ich würde sagen, wir holen die Kandidaten jetzt erstmal aus dem Topf und schauen uns die Wurzeln an. Ich habe die Einstellung jetzt so gewählt, damit ihr meinen Kopf mal nicht seht, sondern nur die Pflanze. Dann haben wir das Ganze ein bisschen näher. So, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen locker, wenn das geht. Mal gucken, ob wir den so einfach aus dem Pott rausklicken. Jawohl. Ja, das sieht sehr gut aus. So, das Laub ist schön drauf geblieben über den Winter. Das mache ich immer so. Das schützt den Wurzelbahn zusätzlich ein bisschen. Jetzt ist natürlich auch hier die große Frage, haben wir denn hier überhaupt damals eine Folie drunter gelegt oder nicht? Das ist immer so ein bisschen Überraschungseffekt, da man das ja, bei so vielen Pflanzen dann schon mal vergessen kann. Wie können wir das jetzt am besten austesten? Ich steche da einfach mal rein. Ja. Hört sich so an. Würde ich sagen, da ist eine Folie drin, so wie es aussieht. Das heißt im Klartext, wir schneiden jetzt einfach den Wurzelteller unterhalb ab. Die Wurzeln werden wohl voraussichtlich überwiegend an der Seite wachsen. In die Senkrechte nach unten zum Topf. Das haben die Pflanzen alle so an sich. Insbesondere wenn da eine Folie drunter liegt. Dann gehen sie mittig nicht mehr in die Senkrechte, sondern wachsen zum Topfrand und von da aus dann nach unten. Ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze gleich aussieht. So. Den schon mal die Seite packen. Dann gucken wir mal hier. Sehr viele Feinwurzeln. Ist also alles hier richtig schön kompakt, das ganze Ding. Komplett. Sehr viele, viele Feinwurzeln. Da haben sich die Wurzeln sehr gut entwickelt. Klappen wir das Ganze mal ein bisschen auf. Ja, hier kann man auch die Folie schon erkennen. Die nehmen wir jetzt mal ab. Das ist einfach nur genial. Ja, und somit haben wir jetzt hier tatsächlich schon einen flachen Wurzelteller. Jetzt muss ich gerade überlegen,
ob ich ihn freispüle oder nicht, aber ich glaube nicht, da hier das Ganze eigentlich nur Feinwurzeln sind. Hier sind also keine dicken, fetten Wurzeln drin. Das ist alles fein, 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 feine Wurzeln, feine, feine Wurzeln. Keine dicken, dicken Wurzeln. So. Jetzt könnte man theoretisch den ganzen Teller erstmal unterhalb alles, was da Wurzeln rauskommt, abschneiden. Das ist so genial mit der Folie. Also meine Güte, man könnte ihn jetzt so einfach in eine Schale stellen und fertig. Mehr bräuchte man da gar nicht mehr dran machen. Den Rand ein bisschen nachschneiden, dass die Wurzeln sich da besser verzweigen können wieder und sich neue Wurzeln bilden. Aber ansonsten, das ist einfach nur genial. Damit ist eigentlich dieser Bonsai so gut wie fertig. Fertig, fertig, fertig. Guckt sich das mal einer an. Ist das geil oder ist das geil? Das kann man jetzt so tatsächlich einpflanzen. Allerdings kriegt er eine kleinere Schale. Das heißt, wenn ich sie hier stehen habe, ja, das heißt im Klartext, da kommt hier diese Schale rein. Also müssen wir den Wurzelballen dann reduzieren. Aber wie gesagt, eigentlich könnte man den so einfach wieder in eine andere Schale stellen und hat sich die Kiste. Das ist so genial. Das ist so genial. Ja, dann schneiden wir das passend zurecht. Das heißt, es muss noch ein bisschen kleiner sein als der Durchmesser hier drinnen, damit wir auch ein bisschen frisches Substrat reinbringen können. Jetzt muss ich aber mal gucken, haben wir denn hier irgendwo dickere Wurzeln? Aber, ja, hier sind ein paar dickere. Wie weit gehen die? Das spielt eigentlich keine Rolle. Ne, hier ist alles schon wieder fein Zeug. Also, tasten wir uns langsam ran. Gehen wir erstmal von da nach da, ist der weiteste Abstand. Schneiden wir hier erstmal auf Verdacht rundherum. Das ist so genial. Ich habe noch ein paar Potentiller und wo ich das jetzt hier sehe, habe ich richtig Bock, die alle aus der Erde zu holen. Das macht richtig Spaß. Also sowas von genial. Das ist einfach nur unglaublich. Und schon haben wir kleinfertigen Bonsai. Ist das nicht süß? Das ist so genial. Fertig. Aha, wie geil ist das denn? Ja, ich würde sagen, den mache ich jetzt eben fest. Ein bisschen Erde rein und dann hat sich die Sache. Dann kommen wir jetzt zum Eintopfen, das wird diesmal keine große Sache, ich habe hier schon mal einen Draht durchgezogen. Dann werden wir den Draht jetzt haben wir Glück, dass wir hier wie gesagt einen kleinen Tunnel haben. Dort können wir den Draht schön durchziehen, das heißt wir drehen ihn einmal so rum und stechen ihn vorsichtig durch den Wurzelballen durch. Und einmal von der anderen Seite. Und da das alles so feine Wurzeln sind, sehr kompakt, lässt sich das Ganze sehr gut handhaben. Ist das Ding ein bisschen zu lang, würde ich sagen. Dann schneiden wir hier ein kleines Stück ab. Gucken, ob wir den da durchkriegen. Durch den Tunnel. Ja, das geht. Das geht. So, machen wir mal ein bisschen kürzer hier. Das ist echt eine geniale Sache mit dieser Folie unterlegen. Da kann man sich die Bäume also wunderbar heranziehen. So, hier brauchen wir ja auch nicht kräftig drücken, dass er also bombenfest steht. Das ist vollkommen ausreichend, wenn er so steht, das ist vollkommen ausreichend. Wie gesagt, nicht bombenfest drehen den Draht. Wir wollen die Wurzeln ja nicht alle abdrücken. Sondern so, dass er gerade eben fest steht, das ist vollkommen ausreichend. Drücken wir den Draht ein bisschen nach unten, dass man den nicht ganz so dolle sieht. Damit haben wir den auch ein bisschen versteckt. Substrat unten drunter legen brauchen wir nicht hier in dem Fall. Das ist also so vollkommen ausreichend, wie der Ballen jetzt gegeben ist. Jetzt füllen wir das Ganze ein bisschen am Rand nach. Und der Baum soll jetzt auch nicht mehr viel wachsen, also nicht mehr kräftig wachsen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wo ich den jetzt mal hin? Von daher ist diese Erde, die er jetzt hat, vollkommen ausreichend. Beziehungsweise das Substrat. Wir verwenden ja jetzt hier gut mit Kokoserde. Dazu muss ich jetzt demnächst noch mal einen rausholen.
ein Bonsai, werden wir vielleicht als nächstes mal machen. Denn den hat man letztes Jahr versuchsweise mal mit Kokoserde und Fibotherm eingepflanzt. Das hat wunderbar geklappt. Von daher werden wir dieses Jahr mal rausholen und gucken, wie die Kokoserde sich verhält. Sich schnell zersetzt oder nicht, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ja, das ist vollkommen ausreichend. That's ready. Jetzt kriegt der Kleine noch eine Dusche. Machen wir jetzt mal hier auf dem Handtuch einfach. Und diese Dusche, die werden wir 2 bis 3 Mal wiederholen, damit das Substrat sich also richtig mit Wasser vollsaugen kann. Damit sind wir jetzt fertig mit diesem Bonsai. Ich war ein bisschen überrascht, deswegen habe ich ein bisschen Blödsinn vorhin gelabert, wie der sich halt so toll entwickeln konnte in solch geraumer Zeit. Ja, und wir hatten ja am Anfang gesehen, wie die Pflanze aussah. Dazu füge ich gleich nochmal ein Bild hier hinten dran, dass man mal so einen Unterschied sieht zwischen den beiden Varianten, wie er vorher aussah und wie er jetzt aussah. Also wenn man vorher gesehen hat, hätte man nicht gedacht, dass der so klein wird, aber wenn man sieht, es ist möglich und ich finde das eigentlich ganz schick, wenn die so klein sind und man kann auch noch kleinere machen. Ich wurde gestern mal gefragt auf Facebook, ob ich nicht auch kleinere Bonsai habe und darüber Filme gemacht habe, wie man diese Pflanzen behandelt bzw. diese Bonsai. Im Prinzip ist es genau dasselbe bei den Großen. Nichts anders. Das Einzige ist, wo man hier drauf achten muss, dass diese Pflänzchen in so kleinen Pöttchen stehen, also noch kleiner als sowieso schon, und dass man halt den Wasserhaushalt gut beobachten muss, damit die Pflanze also nicht austrocknet. Ansonsten werden die genauso behandelt wie die Großen auch. Es wird natürlich ein bisschen mehr geschnitten an diesen kleinen Bäumchen, damit sie sich nicht zu sehr ausufern, denn sonst verlieren sie schnell die Gestalt und ihren Habitus. Von daher muss man also regelmäßiger schneiden auch, aber ansonsten ist das von der Vorgehensweise her genau dasselbe bei den etwas größeren. Ja, also ich war doch sehr erstaunt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses Pflänzchen sich im Laufe des Sommers entwickelt. Ich gehe davon aus, dass wir ihn regelmäßig pinzieren werden, damit die Krone wirklich klein und kompakt bleibt. Also die soll jetzt nicht mehr größer werden. Ganz kleines bisschen durch den Zuwachs natürlich. Aber ansonsten wird das Pflänzchen so klein bleiben. Und wir haben auch das Moos hier dran gelassen, aus einem ganz einfachen Grund, damit die Sporen sich hier auf dem Substrat verteilen können. Und dann bildet sich dort wesentlich schneller ein Moos, als wenn wir das ganze Moos jetzt abmachen würden. Und ich denke, es sieht auch so interessanter aus, wenn das Moos dran bleibt, als wenn wir einen glatten, nackten Stamm haben. Ja, zum Moos, da fällt mir gerade was ein. Das wächst dieses Jahr besonders gut, wahrscheinlich durch den milden Winter. Also das Moos, das wächst sogar in den Bäumen überall, auch bei den Bonsai. Und das ist interessant zu beobachten, dass sich dort Moos auch bilden kann. Ja, so, wir haben es geschafft. Meine Güte, nee, war das schön. So, ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ja, schickes Bäumchen. Ciao, ciao. So, und du, was machst du jetzt? Jetzt ist Kuschelzeit zu Ende. Ja.